Kerle, ich würde sagen, es ist wieder mal Zeit für eine räudige Runde Fortnite. Ihr fragt euch gerade wahrscheinlich so, warum zum Teufel sitzt der hier in der Lobby und es ist keine neue Lobby da. Clickbait muss es ja am Ende des Tages sein. Das vermuten die meisten. Ja, ja, das wird dann wohl Clickbait sein, ja. Wir werden das Spiel neu starten, Brüder. Und nachdem das getan ist, wird die neue Lobby zu uns schallern. Und zwar die Valentinstags-Lobby. Die ist jetzt da. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie aussieht. In diesem Sinne würde ich wirklich sagen, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video hier. So als kleine Informations-Bash-Boost nochmal an der Stelle. Dass wir uns die neue Lobby mal anschauen. Ne, denn es ist ja in, ich glaube, nicht mal einer Woche ist es soweit. Wann ist Valentinstag immer? Am 12., ne? War das der 12.? Oder ist es immer der Freitag? Ist es immer der zweite Freitag im Februar oder ist es der 12.? Ich weiß es nicht, aber in einigen Tagen ist auf jeden Fall Valentinstag. Und ja, dementsprechend gucken wir uns natürlich auch gleich direkt an, wie die neue Lobby ausschaut. Und vor allen Dingen, ob es tatsächlich ein Bug ist. Denn dies wurde in diesem Stream, in dem ich gerade nur einmal sitze und es wie eine Aufnahme aussehen lasse, diverse Male hingewiesen. Ja, Kai, das ist ein Bug. Wir haben uns diese Fragen gestellt, ob es wirklich ein Bug ist. Ich hatte halt auf Twitter mitbekommen, dass der gute Kuschelbär, Grüße gehen raus, halt ein Video gemacht hat von der neuen Lobby. Er hat das Spiel wohl neu gestartet und hat gesehen, Alter, die so ab 18.20 Uhr, ab 18 Uhr, ich kann mir vorstellen, dass es auch schon ab 18 Uhr gewesen ist, sah die Lobby halt eben rosa aus. Und ja, meine Freunde, das ist mir jetzt sogar so sehr ein Video wert, dass ich hier in diesem Stream nochmal direkt ein Video aufnehme. Es ist halt eben nur mal, wie man schon so schön sagt, die Talentschmiede. Ja, wir rattern hier durch. Und wenn jetzt Fortnite nicht so lange braucht zum Anmelden, meine Fresse, dann würden wir jetzt auch schon längst sehen, wie dieses Menü aussieht. Aber ja, meine Freunde, so schnell können 2 Minuten ihres Lebens vergehen. Und jetzt macht Auge. Frohe Weihnachten! Und ich glaube, das passt auch ganz gut dazu, ja. Ich dachte, ich muss niesen. Okay, alles klar. Ja, das ist die neue Lobby. Ihr seht die ganzen Herzen hier im Background. Es ist kein Bug, es ist Realität. Das Einzige, was aber sich nicht geändert hat, ist hier der Item-Shop. Also, und alles andere, ne? Alles andere, außer halt eben die Lobby, ist normal geblieben. Aber das ist die neue Lobby. Und ich würde sagen, sie schmeckt. Wir werden auf Valentinstag eingestimmt. Und ich würde sagen, Brüder, morgen früh werden wir einen Stream machen, wo wir diesen Screen hier noch ein bisschen öfter sehen werden. Wir werden morgen früh, mitsamt der neuen Lobby hier, werden wir Suchen und Zerstören spielen. Und es wird sehr lecker schmecken, von daher gesehen. Ihr wisst jetzt Bescheid, die neue Lobby ist da, die Valentinstags-Lobby. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos hier. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Gerne einen Daumen da oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Vielen, vielen Dank.